Ja, früher war es im Bosporanischen Reich, auch wenn die Zeit untergegangen ist, aber die ein oder anderen Bücher von damals haben den Büchersturm überlebt. Damals gab es viele Tempel. In Bosporan, heute Winsalt geheißen, in Kuslik, in Belhanka, in Betena, Betana. Viele haben nebeneinander existiert, teilweise sogar Erzdämonen. Stand der Golgari-Tempel verfeindet mit dem Bestariel-Tempel auf der anderen Flussseite, haben sie miteinander Krieg geführt, diese Priester, dieser Bestariel- und Golgari-Priester. Stand der Tagunitot-Tempel direkt neben dem Boron-Tempel und man ging zusammen zum Essen. Waren Rondra, Brazorak, Khor und Belhal-Har all diese Schreine nebeneinander auf einem Kriegsplatz? Es gibt Theorien dazu, Sagen und Legenden. Ob das richtig ist, ja, das müsste man natürlich dann nochmal in einer Bibliothek erfragen. Höchstwahrscheinlich in Kuslik oder in Winsalt. Und Aber auch, ob ob auch. dieses Wissen halt das Richtige ist, Bücher können lügen. Richtig, es gab ja auch eine Prophetin, eine Illuminestra hieß sie, die ja die wahren 12 Götter verkündet hat und die später dann vom einzig und wahren Horas dann später umgesetzt wurden, diese 12 Götterlehre. Ob das wirklich richtig ist oder ob es auch nur ein Schwindel ist, Ja, so wie die Priesterkaiser. die Illuminestra soll 100 Jahre gelebt haben oder noch länger. Ich meine, die aventurischen Begebenheiten, es gibt viel Krieg, da kann man dann sicherlich auch mal ein hohes Alter erreichen, aber dass man als Mensch 140 Jahre alt wird, ist schon, einige sagen sogar 144 Jahre. 12 mal 12 Jahre klingt gelogen. Und dann Ja, gab es diesen Horaskaiser, der eine Vision hatte und dann die 12 festschrieb, daraufhin die wahren 12 veröffentlichte. ob dies nicht alles auch in der Lüge ist, so wie die Priesterkaiser. Also ich schwanke gerade so ein bisschen in meinem Götterbild und ob ich alles, was ich gelernt habe, die 12 Götter richtig ist und wahr ist und was davon wahr ist. Du weißt auch, dass die Hexateer damals aus Myranor rübergekommen sind mit 6 Göttern an ihrer Seite, deswegen Hexateer. Aber in Myranor verehrt man die 8. In Tharun verehrt man die 8. Ihr hattet damals nur 6, heute sind es 12. Dann diese Echsenpriesterin, die von Zar und Hesinde sprach und von den Khangar und dass sie sie fürchtet. Und auch Polberra sprach davon, dass man Echsengötter übernommen hat. Und du blickst noch einmal in Gedanken auf diese Schlange, auf dieses Bild des Vademekums, was unten liegt. Und ja, es gibt auch die Eidechse. Es gibt so viele Mysterien um den wahren Kult. Warum habt ihr die Echsengötter übernommen? Sind es nun 6, sind es 8, sind es 12? Warum ist Aves nicht dabei? Vor allem, warum haben wir nur bestimmte Echsengötter übernommen und andere nicht? Was ist mit Sumu, den Boltax verehrt? Oder Satinaf, der Herr der Zeit, ein Erzdämon? Ja, so verbringe ich meine Stunde an Bord und verwerfe Hypothesen und ja, Gedankengebilde und ja, das wird wahrscheinlich bis zum Abend, bis das Essen fertig ist, wahrscheinlich stehe ich da oben und sinniere über die aventurische Götterwelt. Ja, dann gräut es. Ihr habt den Tag über mit den verschiedensten Dingen zugebracht, habt euch beschäftigt. Irgendwann hat Kapok gemeinsam dann mit dem Dottore, dem Steuermann und Hasswolf Segel setzen lassen und ihr seid aufgebrochen in Richtung Westen. Ich Der würde Wind gerne noch was bläst gemacht haben. gut. Boltax, was möchtest du tun? Genau, ich wäre nämlich dann in meine Kajüte gegangen. Ich hätte etwas Ilmblatt angezündet und erstmal die Kajüte rituell gereinigt. Dann hätte ich mich in die Mitte gesetzt und meinen Schlangenring fokussiert. Und ich hatte mich ja im Vulkan schon auf den Vulkan selbst eingestimmt und ich würde nun diese Impressionen, die ich hatte, in den Schlangenring einfahren lassen. Dazu würde ich auch mit meinen Dolchen, die ich halt neu habe, diese von den beiden Schwertmeistern, würde ich etwas Blut auf den Schlangenring drauf tropfen lassen, nämlich 3 W6.
und meine drei neuen Rituale einsprechen. Und damit würde ich die Zeit bis zum Abendessen verbringen. Okay. Was sind das für Rituale? Das sind einmal der wirbelnde Luftschild, das Seelenfeuer und der Herr der Flammen. Wenn es dann dazu kommt, was diese einzelnen Rituale machen, kommen wir dann nochmal drauf zurück. Alles klar, aber da weiß ich schon mal Bescheid, was da neu gelernt worden ist, beziehungsweise jetzt eingesprochen wird. Dann klingt die Glocke, der Mannschaft wird wieder Tee gereicht, es wird Zwieback ausgeteilt. Alles wieder so ein bisschen rationiert, weil man nicht genau weiß, wann der Sturm kommt, aber die Stimmung ist trotzdem weiter gut. Vielleicht auch das eine oder andere an Rum, was dann in dem Trinkwasser zu finden ist, und der Wachwechsel wird vollzogen, bis ihr euch dann nach und nach in der Kapitänskajüte einfinden könnt. Und ihr könnt bereits erkennen, wie einer der Köche oben angekommen ist. Es ist Selchion Spinola, der merkwürdigerweise auch jetzt wieder ein Huhn auf seiner Schulter hat und ein großer Topf mit Suppe, der hier aufgebaut worden ist. Ihr könnt es nach Fisch riechen und auch das ein oder andere große Stück an Fleisch oder Fisch, was dann oben in der Suppe rumschwimmt. Und mit mal ein bisschen Fischkenntnis, bisschen Tierkenntnis, wenn ihr irgendwie Angler oder sowas seid, Diamantas wird das erkennen. Es riecht nach Thunfisch. Das muss der frische Fang von Hasswolf sein. Steht er da in einer Ecke, Abelmir hat so ein bisschen Sorge um den Bettbezug von ihm, dass da irgendwie so ein paar Spritzer auf das frische Bett kommen, aber Selchion mit seiner fleckigen Schürze steht dann da, rührt ein bisschen um, hat auch noch eine Fluppe im Mund, wo ja, vor allem Abelmir und natürlich auch so ein bisschen Zulamin angeekelt ist, dass da nicht die Asche dann in die Suppe reinkommt, aber es ist Selchion, man muss ihn einfach lieben. Gerade wenn man dann auch diese treuen Hühneraugen blickt von diesem Ding, was da auf seiner Schulter sitzt. Und während ihr dann so ein bisschen missmutig auf euren Tischen sitzt und darauf wartet, dass euer Gast eintritt, könnt ihr noch ein bisschen unterhalten. Kanesitiana braucht wohl noch ein bisschen, aber er wird demnächst aufschlagen. Wir müssen wirklich neue Vorräte aufnehmen. Wieso? Es riecht doch ganz lecker. Aber jeden Tag Fisch essen... Thunfisch, das ist doch wunderbar. Besser als alles andere, was wir bekommen haben. Lass es mich so sagen, Moltax. Wenn der Captain Fischsuppe kriegt, kannst du dir ja schon überlegen, was die Mannschaft essen muss. Also ich habe noch ganz viele Preiosblumenkerne. Ich habe mir 3 Beutel davon mitgenommen. Lecker. Das ist nicht besonders sättigend, vermute ich. Und doch, sie enthalten... alles, was man braucht. Ihr werdet überrascht. Sie sind sogar in so einer leichten Salzlake eingelegt gewesen, sodass man sie, wenn man sie knackt, leckt man gleich ein bisschen Salz ab. Und es gibt dem Ganzen so eine Finesse. Und hält euch gleichzeitig beschäftigt. Oh ja, das ist richtig. Nun, wie es scheint, hat jedes Völkchen so seine eigenen Finessen und nun ja, Liebhabereien, aber ich finde es ekelhaft, dass überall diese Schalen hier rumliegen. Ja, Boltax, wir sind hier nicht in Hort-Alem, vielleicht solltest du und die Schalen wieder in den Sack zurückpacken. Ja, aber in dem Sack sind doch noch die Ungeschälten, das ist schwierig. Dann nehmt einen anderen Sack, verdammt. Kann ich sonst ein paar Schalen haben, so für El Chicoron? Na klar, hier, bitte. Danke. Ihr El Chicoron, sehr gut. Gesund. Ja, Kapitän, was ist das hier überhaupt? Nun, am Ende das Essen, gewöhnlich. Ja, soweit war ich auch. Na, ich glaube, er meint, warum wir uns hier alle zusammen hinsetzen und essen. Das haben wir noch nie getan. Nun ja, richtig. Es ist vielleicht förderlich für den Zusammenhalt der Offiziere. Außerdem, ob unserer Versorgungssituation, hätte ich es für angemessen, dass ihr auch mal was Vernünftiges zwischen die Zähne kriegt. Ich vergesse, dass ihr für gewöhnlich nicht mit Abelmir und mir esst. Naja, ich habe in letzter Zeit sehr viel Apfel gegessen. Exakt das meinte ich. Außerdem wird Kanazitiana uns beiwohnen. Ich hatte gehofft, wir könnten ein wenig mehr über ihn erfahren, denn ich unterhielt mich heute mit Abelmir darüber und... wir wussten relativ wenig über ihn.
Naja, jetzt der Mann, der da unten in dieser stinkenden Bude hockt und irgendwelche Tränke braut, was willst du mehr wissen? Exakt das. Ich bin mir sicher, er hat einige interessante Geschichten zu erzählen. Aber wir haben hier einige hundert Mann auf dem Schiff. Willst du wirklich von jedem seine Geschichte hören? Ich möchte die Geschichte von den Leuten hören, die uns am Leben halten. Nun, zu denen ist Kanizitiana ganz sicher zu zählen. Ja, soll ich dann morgen den Stierkopf-Schamanen einladen? Oh ja, ja, das ist eine gute Idee. Ich denke, sehr spannende Geschichten zu erzählen. Ich denke, das wird nicht notwendig sein. Wie er zu seinem Namen gekommen ist, Stierkopf-Schamane. Es hat, das muss ich vorweg sagen, wirklich etwas mit einem Stier zu tun. Und dem Kopf. Wer hätte es gedacht? Ich möchte die Geschichte jetzt auch nicht vorwegnehmen. Wir machen morgen einen Termin mit ihm. Vielleicht wäre... Nein. Oder hallo. Ist er? Jetzt bin ich da. Jetzt, ich komme etwas zu spät, aber ich wusste nicht genau wann und Hauptsache jetzt bin ich da. Oh, das riecht ja wirklich vorzüglich. Wo darf ich noch Platz nehmen? Da hinten in der Ecke? Bitte setzt euch. Husch. Soll ich die Katzen? Ja, okay, danke. Ja. Ja, können wir die Katzen hier vielleicht erstmal rausbringen? Ich meine, beim Essen stören die doch nur. Ich muss ein bisschen den Bauch anziehen. So, jetzt geht's. Danke. Ach, lasst ihn doch. Er sitzt da hinten und guckt beleidigt. Er tut auch niemandem etwas. Hier riecht ganz vorzüglich zu Lamin. Danke. Ich glaube, es ist der Fischgeruch, der die Katzen anzieht. Nun, vielleicht bleiben ja ein paar Geräten für sie übrig. Ja, die gucken auch schon so El Chicoron rüber. Wäre gut, wenn die Katzen rausfliegen hier. Nee. Was da so rauskommst. Warum nehmt ihr nicht lieber euer Haustier mit hinaus? Soll ich euch die Suppe jetzt an den Tisch bringen oder wie machen wir das? Es stellt sie einfach hier ab. Wir haben es von hier. Moment. Oh je. Ja, stellt erstmal. Achtung, ihr tretet gleich auf ihr. Au! Stellt erstmal ein Stück von der Suppe, stellt dann auf den Kapitänstisch, weil Abel mir so ein bisschen dann an dem Tisch sitzt. Stellt erstmal davor, du könntest doch schnell deine Dokumente da beiseite räumen, damit das dann die tropfende Schüssel dann nicht direkt auf die Dokumente stellt. Haben wir nicht so einen großen Tisch? Achso, ich habe jetzt wahrscheinlich, wir haben so einen großen Tisch, wo alle zusammensitzen, halt gedacht. Ja, den Tisch, aber einfach weil Rafim so massiv ist, ist da einfach nicht mehr viel Platz. Ich denke, ich werde voll die Papiere runtergeräumt haben. Also. Ja, ja. Nun, stellt sie einfach in die Mitte. Wir bedienen uns. Sage läuft dann eben nach und nach rum und schenkt dann aus, beziehungsweise stellt euch dann die Suppenteller vor euren Tisch. Er hat nicht wirklich Benehmen, also im Selander sieht das ganz anders aus. Und schnieft dann auch währenddessen, zieht so ein bisschen die Nase hoch, wieder so ein bisschen mit der Fluppe, ihr achtet dann wieder so ein bisschen auf die Asche und auch das seltsame Gegacke und die Augen vom Huhn, wenn er dann nach und nach runterkommt und euch dann die Sachen hinstellt. Und ihr seid echt froh, wenn er sich dann danach wieder hinter seinen Kessel stellt und dann selber so ein bisschen seinen Finger in die Suppe taucht. Ich denke, wir brauchen eure Anwesenheit hier nicht mehr. Wir bedienen uns selber. Soll ich da rausgehen? Okay, mache ich dann. Wenn noch was übrig ist, dann ruft mich wieder, dann können wir das selbst essen. Natürlich. Okay, macht's gut. Ciao. Und er bleibt kurz vor der Tür stehen. Und könnte man auf Sinnesschärfe würfeln. Beim Öffnen der Tür. Ja, so ein kleiner Furz, den er noch hier lässt, aber er macht schnell die Tür wieder zu. Und tut so, als ob er das nicht war. Ach, die Chipsköche. Man muss sie einfach mögen. Dann wirklich, man muss, wir haben uns mal. Aber wenn ich hier 10 Nägel wieder mal im Essen finde, dann war es das aber ein zu viel. Dann werfe ich ihn über Bord. Nicht bevor du uns nicht einen neuen aufgetrieben hast. Ja, ich denke auch, wir müssten den eher mal vermöbeln. Ja, ich bin ganz begeistert, dass ihr mich hier eingeladen habt, so spontan. Und dann auch gerade, wo die Vorräte knapp sind. Ich hatte schon wieder befürchtet, dass ich... Ja, er schiebt so ein bisschen den Löffel hin und her und taucht ihn so ein bisschen ein und... Ja, sieht lustlos aus. Greif zu. Und wir werden bis Ende der Woche genehmigerweise neuer haben. Und wie ich bereits den anderen sagte, kam aber mir heute die Erkenntnis, dass ihr anderen für gewöhnlich nicht mit uns speist und vermutlich auch seit Tagen von Zwieback lebt. Ja, das oder ist hier, Affenfleisch, schätze ich. Das ist ja übrigens nicht üblich. Also wir Offiziere setzen uns nicht normalerweise an den Tisch und essen gemeinsam, während
die Mannschaft mit einfacher Kost leben muss. Also nicht das. Achso, das hatte ich jetzt angenommen. Also ich war zwar so vorher noch nicht auf einem Schiff, aber ich hatte angenommen, dass die Offiziere immer am Abend beisammensitzen und dann gemeinsam miteinander dinieren. Nein, nur Abelmir und Jalan. Nun, sollten wir das öfter tun, müssten wir uns wohl um einen größeren Tisch bemühen. Es ist doch ein wenig ungemütlich, dass Abelmir und Jalan jetzt an ihren Schreibtischen sitzen müssen. Also ja, ich finde über seine Schulter zu seiner Hängematte, die bis oben an den Rand mit Büchern und Papieren vollgestopft ist. Ja, ich denke nicht, dass wir dafür den Platz haben. Also ich finde das eigentlich ganz angenehm. Ich habe kein Problem mit der Situation. Ich finde es auch nicht so beengt. Ich hätte ja vorgeschlagen, dass wir einen der Tische hochholen, der unten bei den Trollzackern steht. Aber ich war da lange schon nicht mehr und ich glaube, keiner davon ist noch intakt. Ich habe sowieso angefangen zu glauben, so groß wie diese Tische sind, dass das Schiff um sie herum gebaut wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sie sonst auch reinbekommen hat. Nun, wir haben uns hier zusammengesetzt, um unsere Freundschaft und unsere Zusammengehörigkeit nun ja zum Ausdruck zu bringen und dies angemessen zu zelebrieren. Dabei haben wir festgestellt, wir wissen nicht viel über euch, Kalixianer. Ja, wer weiß schon viel über den anderen. Nun, erzählt doch einmal, wo kommt ihr her? Meint ihr ursprünglich oder seit langer Zeit? Also, ich bin jetzt seit 11 Jahren in Garrett gewesen. Wo seid ihr aufgewachsen? Wo habt ihr gelernt? Fangt einfach von vorne an. In Mendena. Ihr dürft auch in ganzen Sätzen sprechen. Oh, tatsächlich in Mendena? Nun, meine... Ja? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den Faden verloren. Jedenfalls, Mendena, wart ihr dort, was die Stadt fiel? Ich habe gehört, das war schwierig, herauszukommen. Ja, also im Zuge der Borbarad-Krise bin ich dann natürlich auch geflohen. Und seitdem dann in Garrett. Ich bin ganz froh, dass ich dann einen der Wagen rausbekommen habe und dann vorbei an Borowein und Keilerau und Flusswacht. Naja, und Eslamsbrück ist dann ja auch relativ schnell gefallen. Und dann an Krützdorf vorbei, das war schon eine spannende Reise. Besonders Krützdorf im Drecksloch. Jedenfalls. Naja, und seitdem in Garrett. Also dort habe ich dann den Rest meines Lebens. Aber wie gesagt, viel in Mendena studiert und davor auch noch in Ysilia, was ja heute dann Jol Gurma geheißen ist. Und die Bibliothek war damals dort relativ gut noch. Ja. Und ich fürchte, sie hat seitdem um einiges gelitten. Ja, ich bin ja immer sehr betrübt, wenn man Bücher verbrennt. Damit könnte man ja wesentlich mehr machen. Es ist sehr bedauerlich, was in Ysilia passiert ist. Ja, Mendena ja auch. Und Warung und wie sie alle heißen. Natürlich. All die Städte von Thorien. Und Ilso ist ja zum Glück ja mittlerweile befreit. Gelagert war es mal und wir holen Stück für Stück dann das Land wieder zurück. Das ist ja ganz gut. Das stimmt. Beilung und Warung sind ja jetzt auch gewissermaßen wieder... Ne? Nicht wahr? Und ja, zumindest von Warung war nicht mehr übermäßig viel übrig, das man befreien konnte. Ja. Aber ich habe mich mit meiner neuen Heimat dann doch angefreundet. In Garrett kann man wesentlich mehr Wissen inhalieren und dort wirken als anderswo. Gerade mit der Freien Akademie. Dort bekommt man Wissen, was man sonst so nicht bekommt. Ihr mal den Zirkel der Wissenschaften? Ja, genau. Der Freien Wissenschaften. Natürlich doch. Also habt ihr dort praktiziert? Ich habe das Wissen vor allem inhaliert und ingestiert, ja. Warum lacht ihr? Sagt, schmeckt euch die Suppe nicht. Ihr habt kaum die Suppe angerührt. Ich dachte nur gerade unser letztes Zusammentreffen mit den Vertretern des Zirkels der Freien Wissenschaften. Es waren turbulente Zeiten. Eigentlich war es auch ganz gut. Ja, also Abelmir, du kannst sehen, er trinkt zwar die Suppe, aber er lässt das Fleischige von den Stückchen, lässt er alles dann zurück. Sodass es dann eben weniger Wasser wird in der Suppe, aber alles, was da irgendwie noch an Füllung reingeschnitten worden ist, an Kräutern und so, das bleibt dann alles zurück. Mundet euch die Suppe nicht? Doch, vorzüglich. Ich bin nur nicht so der Freund von Fisch. Aber wenn ihr den Thunfisch nicht wollt, könnt ihr ja alles auf meinen Teller packen. Ich finde das mache ich gleich. Moment, er hält den Teller so ein bisschen rüber und löffelt das dann in deinen. Ich kram ein paar von meinen Preisblumenkernen hervor. Hier bitte, wenn du schon keinen Fisch magst, die sind sehr lecker. Ich habe sie das erste Mal in Fasar kennengelernt und
eine gewisse Affinität dazu entwickelt. Hast du bloß nicht Auswahl für ihn, der taucht dich an deinen Stiefelriemen ins Wasser. Danke, nein, ich muss sagen, ich habe auch heute gar nicht mehr so viel Platz. Geht schon. Ja. So viele Bücher gegessen? Die alle hatten dann breiten Grinsen, als hat er gerade einen hervorragenden Witz gemacht. Ja, du siehst wohl, wie er so ein bisschen bleich wird und dann schüttelt er viel zu spät mit dem Kopf. Ach, das ist ja nur so eine Redensart. Selbstverständlich, das war der... verzeiht, ist nicht so wichtig. Wir haben ganz vergessen, das Tischgebet zu sprechen. Kaitiana, würdet ihr das Tischgebet sprechen? Natürlich, sobald wir Gäste haben, fängt er mit dem Tischgebet wieder an. Tischgebet? Oh. Also, ich bin kein Mann der Kirche. Wir haben hier zwei Geweihte. Ihr seid doch sicherlich ein gebildeter Mann. Ihr werdet doch sicher einmal das Tischgebet gehört haben. Zu Ehren Präreines und Travias. Ja. Ja, ich habe natürlich sämtliches Wissen, was die Vademeka zu bieten haben, aufgenommen. Nun gut, dann fang an. Ich möchte aber mir unterm Tisch leicht treten. Von der Herren Pareine, sagt ihr? Travia. Travias. Travia. Ich dachte von der Herren Pareine. Komm, Herrin Travia, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Guckt er euch so ein bisschen an und... Aber mir kannst du jetzt bitte also aufhören, unsere Tischgäste zu triezen. Nun ja, es gehört sich so. Wenn wir beide essen, willst du von Gebeten auch nichts hören. Und erzähl mir jetzt nicht, dass das was mit Preyas zu tun hätte. Nein, Göttin, aber... segne dieses Mal, möge es Körper und Geist deiner Diener stärken. Dann seht ihr. Magna Dea qui volet faminem mundi miserere mem nobis. Dea maxima qui fugat famine ex mundo donam nobis panem nostrum. Man sieht wieder einmal, was für ein gebildeter Mann ihr seid. Nun, ja. Es ist einige Zeit her, dass ich in einem Travia-Tempel zu Gast war. Ich ziehe dann eher Bibliotheken vor. Aber beim Thema Tempel, ihr habt recht. Als ihr in Gareth wart, habt ihr sicherlich auch Walner Hitchcock kennengelernt? Ein hervorragend gelehrter Mann. Ein viel beschäftigter Mann, nein, ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Gar nicht? Oh, sollten wir es eines fernen Tages vielleicht einmal schaffen, müssen wir euch unbedingt vorstellen. Ja. Ihr würdet nicht glauben, dass die Archivien mir Sinne Tempel hergeben. Und ich habe es nur aus zweiter Hand erfahren. Ich war zwar dort, aber... Ihr kennt mich, ich bin nur dann ein Mann der Bücher, wenn von Geld drin geschrieben steht. Nun, ich habe schon von den ganzen Artefakten unten im Keller gehört, ja. Das aber, auch. Wie gesagt, ich bin ein Freund der Bibliothek, aber in dem... Walner Hitchcock habe ich noch nicht gesehen und besucht und mit ihm mich unterhalten. Und haben wir euch eigentlich jemals von seinem... Aber mir, wie war er noch gleich? Neffen, Nichten... Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie sie verwandt sind, aber er ist mit unserer Freundin Isarun verheiratet. Asabo. Genau der. Asabo, ja, der Name sagt mir was. Der netter Mann. Der Name sagt mir was, aber auch den habe ich nicht getroffen. Drakoniter sind... Ja, doch manchmal etwas herrisch und kriegerisch, möchte ich meinen. Wer ist das nicht heutzutage? Ja, aber ich habe von der Geschichte von Isarun gehört und dann eben auch von den Verbindungen zu Asabo Hitchcock. Ich bin großen nicht? Fluss, wenn ich meine. War es nicht ein Landesgeweihter? Ich bin gerade nicht ganz sicher. Nein, meines Wissens war er Hesindegeweihter Drakoniter. Zumindest stand das in den Tagebüchern. Ach ja, was ist eigentlich mit meinem Tagebuch? Habt ihr es schon wieder gefunden? Ja, ich weiß, wo es ist. Nun, dann könnt ihr mir es ja heute Abend bringen. Ja, ich suche noch einmal danach und dann staube ich es noch einmal ab und dann bringe ich es wieder zurück. Oh, wir doch gerade bei Drakonitern waren. Es fällt mir wieder ein. Habt ihr angefangen, der Mannschaft Schreiben beizubringen? Nein. Ich sah so viele Tagebücher bei euch. Ich dachte mir, entweder hättet ihr angefangen, ihnen Schreiben beizubringen. Mein Ohr blutet schon wieder. Weiß nicht, was da los ist. Ich dachte mir, entweder hättet ihr angefangen, ihnen Schreiben beizubringen, oder... Habt ihr heute dein Taschentuch für mich? Verzeiht. Aber natürlich. Aber mir gibt dem Himmels Willen. Vielleicht habt ihr euch einen Parasiten eingefangen. Das solltet ihr wirklich mal überprüfen lassen. Wenn wir schon auf Maraskan wären, dann hätte ich jetzt gedacht, dass wir vielleicht eine Horusche oder so etwas, die da reingekommen ist, aber...
Erinnert ihr euch noch, Jagdgras oder so etwas, aber. Erinnert ihr euch noch an den Heustreckensturm, den wir vor einigen Tagen umsegelt haben? Meint ihr, da ist etwas in mein Ohr gekommen? Stellt euch einmal vor, so ein Heuschreckenei ist in euer Ohr geflogen und jetzt schlüpfen da lauter kleine Heuschrecken. Woltax, sag doch nicht so etwas Widerliches. Ich bin sicher, es ist etwas anderes. Ja, das wäre nur eine Erklärung. Ja, dann verzeiht, Kapitän, dann werde ich erst einmal nach dem Abendessen wieder zu unserem Schiffarzt Etilius laufen und dann werde ich das Tagebuch später zurückgeben. Ja, ich vergesse es auch nicht. Natürlich. Mit Heuschrecken soll man immer vorsichtig sein. Ja, habt ihr schon überlegt, ob euch vielleicht euer Bär in den Kopf gebissen hat? Wusstet ihr übrigens, dass es einen Heuschreckenkult auf Maraskan gibt? Den sogenannten Sriff-Sriff-Kult. Tatsächlich nicht. Nein. Wo soll der denn verortet sein? Na nun, in der Inselkette. Nun, geht es ein wenig genauer? Es gibt einige Aufzeichnungen von Hilbert von Post-Bereiken dazu. Und natürlich auch von Rekorium und Tagonis, aber seine Schriften zu studieren ist anstrengend. Ich habe ein sehr schönes Buch von ihm gelesen. Ich fand es sehr aufschlussreich. Es ging um Echsen. Es geht immer um Echsen. Bei ihm und seinen Anhängern. Ja, ja. Doch etwas fade mittlerweile, möchte ich meinen. Nun, Postbereiken mag man Dinge vorhalten, aber er ist ein hervorragender Gastgeber. Sag doch, in was für einem Verhältnis steht dieser Kult zum Ruhr- und Gror-Glauben? Das ist ein alter exischer Kult. Sriff Sriff ist eine Heuschreckengöttin aus den früheren Zeitaltern. Und dementsprechend hat sie mit den Ruhr- und Gror-Priestern wenig zu tun. Es gibt einige Pyramiden und Tempel dort, von denen man wohl aus rituell nach unten springt, eventuell mit dem Rabenfelsen in Alanfa zu vergleichen. Nur, dass für diejenigen, die wahrhaftgläubig sind, nicht auftreffen und in Borons Reich einziehen, sondern ihnen Flügel wachsen und sie davonfliegen. Es gibt ja auch tatsächlich noch Eidechsen auf Maraskan. Diese kleine Anekdote zu Sriff Sriff fiel mir nur eben ein, weil wir von Heuschrecken sprachen und aber mein Ohr hat auch schon wieder aufgehört zu bluten. Alles gut.